Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 5. Januar und heute geht es um die Finca hier, um den Gemüse- und Obst-Selbstversorgeranbau. Was hat sich getan in den letzten, ich glaube, 3 Wochen ist es her, dass ich das letzte Video hier gezeigt habe über den Garten hier. Was hat sich in diesen 3 Wochen getan und wie sieht es im Moment hier aus? Im Moment sieht es nämlich gut aus. Für die Jahreszeit natürlich. Es gibt noch viele Pflanzen, die eigentlich in den Sommer gehören, aber immer noch tragen, aber natürlich nicht mehr ganz so gut aussehen. Wir haben hier schönstes Wetter im Moment. Es soll nachmittags kommen, so ein bisschen Wolken über die Berge. Dann kann es auch mal ein bisschen nieseln. Aber es soll ja hoffentlich doch ein bisschen Regen noch mal geben. Schöner Regen, Landregen hoffentlich. Also Starkregen ist nicht angesagt. Und Wind im Moment auch nicht. Und deswegen sieht hier alles sehr gut aus im Moment. Ja, machen wir erstmal einen kleinen Durchlauf. Hier sieht man Brennnessel. Hier lasse ich das auch immer stehen, das Ganze. Die Erdbeeren werden so langsam umgetopft. Die sehen schon besser aus, sollen aber natürlich langfristig da hinten hin. Kompost geht's gut. Da muss ich jetzt schon den nächsten Wäsche Eimer kaufen oder die nächste Wäschekiste. Die Gurken kommen jetzt mal raus. Die ist schon gestorben. Die haben hier zu viel Schatten. Morgens immer Schatten. Und das war noch mal ein Versuch. Ja, die dicken Bohnen wachsen. Hier habe ich gestern, muss ich noch mal gucken, mit Spüli Schaum. Das funktioniert immer ganz gut. Hier waren Läuse dran. Die habe ich eingeschäumt. Also das heißt, ich mache in eine Spüliflasche, die schüttel ich dann, mache Spüli und Wasser rein und dann schäume ich die ein, dann ersticken die nämlich. Und so wie ich das sehe, sind da gar keine mehr dran. Die Bienen hier lieben diese Schmetterlingsblüten, habe ich in Deutschland nie gesehen. Die scheinen mir hier einen längeren Rüssel zu haben, dass die da gern so gut drankommen. Die fangen jetzt gerade an, jetzt wo die Sonne hinkommt. Die erste ist schon da. Den Nachmittag ist das dann hier voll. Mit Bienen an diesem Paar hier. Die hatte ich ja nochmal nachgesetzt. Den Kartoffeln geht es auch gut. Solange kein Wind ist, geht es hier allem gut. Hier setze ich nochmal zwei rote Cocktailtomaten hin. Wenn hier nochmal richtig Fallwinde kommen, dann mal gucken. Ich habe ja genug Samen. Das sind ja noch die alten hier. Aber solange sie noch tragen. Also so ein Händchen voll habe ich schon jeden Tag. Also ein paar Tomaten gibt es hier schon jeden Tag. Jetzt war es auch noch mal recht warm. Mal gucken, wenn es jetzt kühler wird. Also sie tragen noch. Haben zwar immer wieder braune Blätter, die entfernt werden. Der Stamm wird immer länger. Ja, das sind jetzt hier überall wieder meine Salate. Jetzt kommen auch zu den Romanas noch die Kopfsalate dazu. Ja, auch hier die Pimientos Patronis. Auch wenn jetzt die Paprika viele Blätter ständig verlieren, weil ja überall der falsche Mehltau dran ist. Aber sie kriegen dann doch relativ schnell wieder neue und blühen auch wieder. Ja, Erbsen gab es schon reichlich. Also für diese paar Erbsen gesehen. Einmal die Woche gibt es hier jetzt Erbsen. Hier, die sind schon wieder recht groß. Das ist alles Porree hier. Karotten sehen auch gut aus. Ja, hier ist eine Tomate Bicho. So wie es aussieht, ist das eine. Zumindest ist es eine Mini-Fleischtomate. Die hat sich selbst ausgesät. Woanders, da hinten, wo die Bicho stand. Die habe ich jetzt mal hier hingesetzt. Mal gucken, ob sowas wird. Hier sieht man auch, dass die Blätter gelb werden. Der falsche Mehltau hier unter den Blättern ist. Aber das kenne ich schon. Da muss man sich auch erst dran gewöhnen, dass die Paprika oft so aussehen. Aber dann erholen sie sich auch wieder. Sie brauchen dann Dünger. Dünger ist immer wichtig bei Paprika. Und dann wird das wieder. Und da es jetzt recht warm war, gestern habe ich abgemacht. Rote, die werden jetzt nur noch halbrot. Das ist Richtung Süden hier. Da sehen sie dann so aus.
Und Richtung Norden bleiben sie grün, weil es einfach die Luft nicht mehr warm genug ist. Das sind Zuckerschoten mit sehr schönen, sehr, sehr schönen Blüten. Die sehen schön aus. Ich liebe auch diese Farbe von der Kapuzinerkresse. Da habe ich einige von. Also ich ziehe auch gerade noch welche. Wie gesagt, Karotten werden gut. Immer mal wieder so ein Rotkohl. So ein Rotkohlsalat. Hier kommen jetzt die ersten Köpfe. Mal gucken, ob sie groß werden. Das sind solche Düngerfresser, der Kohl. Schauen wir mal. Hier sind nochmal Karotten. Da habe ich auch nochmal Karotten ausgesät. Die liebe ich ja auch, die Kosmeen. Hier gibt es nochmal Brokkoli in klein. Ah, ich liebe die. Sie sind so schön. Ja, hier auch nochmal die Marconi Purple. Die sind jetzt von violett zu grün geworden und dann werden sie rot, aber die Nordseite bleibt grün. Ja, die Radieschen sind fast gänzlich weg. Heute Abend kommen die jetzt alle raus. Zeige ich mal jetzt hier. Die sehen schon gut aus hier. Mittlerweile sind sie auch groß. Ich habe es am Anfang noch ein bisschen früh geerntet. Hier werden weitere Erbsen folgen. Wenn die draußen sind, kommen hier auch Erbsen hin. Weißkohl und Erbsen. Aber das funktioniert trotzdem gut. Man muss auch so Regeln immer mal ein bisschen hinterfragen und einfach mal ausprobieren. Dasselbe gilt für, das ist auch Porree, für Karotten und Zwiebeln. Bin ich auch schon gefragt worden, warum ich nicht die Zwiebeln zu den Karotten setze. Mache ich auch mal. Mal so und mal so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Deutschland schon keinen Unterschied feststellen können, ob ich die Zwiebeln zu den Karotten setze oder nicht. Das ist Blumenkohl. Hier auch noch Paprika. Hier ist ein Knoblauch stehen geblieben. Die Reihe war vorher mit Knoblauch. Lorenzo geht spazieren. Ja, das sind leicht scharfe kleine Habaneros. Wenn man die Mitte drin lässt, kann man da eine ganz gute Schärfe bekommen. Das sind Sweet Habaneros ohne Schärfe. Aber in der Mitte sind sie trotzdem so ein ganz, ganz klein bisschen scharf. Minimal. Ja, überall nochmal Blumenkohl. Man will ja nicht alles auf einmal haben. Hier schon die nächsten Radieschen. Die habe ich jetzt mal geschützt. Weil man sieht hier immer, die beißen zwar nur kurz rein. Hier, das ist so ein Biss von so einer kleinen Eidechse. Die großen sind im Winter nicht unterwegs. Die sind in den Mauern in so einer Starre. Aber die Kleinen sind unterwegs und die beißen schon immer mal rein hier. Deswegen habe ich sie jetzt geschützt. Hier kommt die nächste Reihe Knoblauch. Hier auch. Zwiebeln sind schon in der Anzucht. Das hatte ich ja hier schon mal stehen. Dann kam der große Regen und hat alles weggeschwemmt. Das sind auch Pimientos Patronis. Also Pimientos de Padron, um genau zu sein. Ich bin schon korrigiert worden. Ja, da kommen noch mal kleine. Die blühen im Moment noch nicht wieder. Hier auch noch mal Paprika. Hier so eine kritische Stelle mit Winden. Hier kommt der richtig rein, der Wind. Man sieht auch schon, dass die neigen sich dann auch hier in die Richtung. Hier will ich noch mehr Zwiebeln und Knoblauch wieder hinsetzen. Süßkartoffeln. Hier sieht man, dass ich die schon rausgeholt habe. Stecke ich dann einfach wieder rein, dann sehen sie erstmal so aus. Und dann werden sie wieder grün. Ja, und hier sind wir jetzt. Es wird nur noch ein Container werden. Jetzt nur einen Container. Das hier muss noch weg, das Stück hier. Und hier sieht man von da nach hier. Ja, und dann wird hier neu bepflanzt. Da haben wir auch schon was gekauft.
Ich versuche nämlich mal Heidelbeeren will ich mal probieren. Mal gucken. Die Himbeeren, sofern sie noch leben, aber sie leben noch. Also ein paar leben noch. Die sind noch biegsam hier, da ist noch was drin. Schauen wir mal. Ja, hier haben wir jetzt mal Wandelröschen von den rosa-gelben hingesetzt. Hier, das treibt schon wieder aus. Die sehen erstmal aus, als würden sie sterben. Ja, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Aber das treibt schon wieder aus. Und ich habe jetzt auch noch so ein paar von denen genommen und ins Wasser gestellt zum Wurzeln. Bei den Obstbäumen zeige ich jetzt nur mal das, wo was ist, nämlich hier. Ja, hier hängen viele Äpfel dran, aber viel zu viele. Das nächste Mal darf ich gar nicht so viel dran hängen lassen. Muss man immer gleich ausbrechen. Da ich hier mit dem Pinseln immer dran gehe, sind die so intensiv befruchtet, dass dann so viele Äpfel rauskommen, aber dann entwickeln die sich auch gar nicht richtig. Hier sieht man schon wieder, das sind viel zu viele hier. Obwohl ich da gar nicht mit dem Pinsel dran bin. Das waren die Bienchen. Hier ist so eine. Der kann weg hier. Laurenzio auf der Straße. Laurenzio! Hey, komm her! Außenrum! Nicht auf der Straße laufen. Da ist er. Jetzt ist er aber gerannt, weil ein Auto kam. Er kann da oben immer reinkommen. Ja, du bist mir einer. Ja, lass du spazieren. Ja, die Hühnchen bleiben heute Vormittag. Die bleiben vormittags hier drin. Das gefällt ihnen zwar nicht so gut. Aber wenn sie nicht unter Aufsicht sind, ich will jetzt den Film schneiden. Joachim hat auch zu tun. Bleibt ihr drin. So. Schauen wir noch mal was. Ja, die kommen immer, muss immer aufpassen. Ich schaffe oft genug einen Weg ins Gemüse. Und da muss man immer aufpassen. Hier gibt es 3 Cherimoyas. Man sieht hier genau, aus welcher Richtung hier die Fallwinde kommen. An der Cherimoya, die ist sehr gezeichnet. Hier ist sogar eine große schon. Und noch einen gibt's. Ich habe ja hier mit dem Pinsel und ich bin so froh, dass dann doch welche übrig geblieben sind. Die Avocado blüht. Bananen haben wir schon mal gesehen. Und hier meine Zistrosen. Die Lackzistrosen, von denen will ich noch mehr haben. Die hatte ich auch schon in Deutschland, aber da haben sie den Winter eigentlich nie so wirklich überlebt. Für mich die schönste Farbe überhaupt von Blüten. So schön. Die und die Löwenmäulchen sind im Moment meine Lieblinge. Und die Rosen. Hier legen wir jetzt gerade, beziehungsweise Joachim legt hier jetzt gerade, das wird noch optimiert hier. Weil hier haben wir noch keine Bewässerung, dass hier auch eine Bewässerung ist. Da sind sie gerade wieder verblüht. Gerade die gelben waren so üppig. Ja, es ist eine Spero-Zeit hier. Unterschiedliche Stadien, die haben ja nochmal geblüht. Das sind jetzt die kleinen Grünen. Gibt es jeden Tag im Müsli, gibt es Nesperos, Ananas, habe ich gestern eine geerntet
und die gab es auch heute im Müsli. Und hier, noch sind sie hier, die Physalis, die sollen aber weg. Ich muss noch mal jetzt neue ziehen. Die sollen auch dahin, wo ich die Asche entfernt habe. Denn hier kommen weitere Ananas hin. Und die habe ich hier schon richtig zurückgeschnitten, weil die hier mir meine Baby-Ananas bedrängen. Tja, man sieht, man kann sich hier jetzt im Winter immer ununterbrochen mit Unkrautjäten beschäftigen hier. Hier hat sich vor allen Dingen hier diese Petunie ausgesät ohne Ende. Das ist die nächste, die reif ist. Die hat auch wieder zwei Schöpfe. Und hier an der Mauer, windgeschützt, zwei Artischocken. Vielleicht mache ich noch einen, aber erfahrungsgemäß sind zwei genug. Ansonsten hat man dann auch schnell zu viel. Das hatten wir hier schon im Jahr 2020. Da hatten wir viel zu viel, da hatte ich vier Pflanzen. Und hier zeige ich nochmal, hier mit Wasser verdünnt, Spüli. Die Flasche benutze ich immer wieder. Denn Neemöl habe ich auch schon probiert, das hat den Pflanzen nicht gut getan. Muss ich sagen, die wurden dann braun an den Stellen, während das hier sehr effektiv ist. Ich schüttel das, dass das richtig schaumig wird. Und dann sieht das so aus und das erstickt die Läuse. Das habe ich noch mal gemacht, aber eigentlich mehr als zweimal ist nicht nötig. Die Läuse sind tatsächlich effektiv entfernt damit. Und ich hänge jetzt noch mal dran, was in den letzten 8 Wochen, also seit dem 12.11., das war mein letztes Gartenvideo, was so in der Zwischenzeit hier alles passiert ist an Ernte, an Essenszubereitungen, an Arbeiten. Das schneide ich jetzt noch mal kurz an.